Moinsen und herzlich willkommen zur vierten Episode von Faster Than Light. Vor wenigen Jahren herrschte in diesem Bereich noch reger Handel. Heute wimmelt es hier nur so von Banditen und Plünderern. Du sollst auf keinen Fall auffallen. Was mir gerade auffällt, ist, ich habe zwischen den Aufnahmen ein Erdnussbutterbrot nicht gegessen. Scheiße. Weiter. Wir sind in irgendeinem Nebel. Oh, wir können nur nach dort springen. Das heißt, wir bauen erstmal. Weil ich habe jetzt geguckt, vielleicht wäre da ein Shop gewesen. Und dann hätte ich jetzt ungerne so viel Geld ausgegeben. Auf der anderen Seite will ich halt viel Energie kaufen. Zweimal, dreimal eigentlich. Einmal dafür, zweimal für die Drohnen. Damit wir halt hier die Drohnen-Dings erweitern können. Ich überlege, upsala, falsche Taste. Was bringt es mir, das zu erweitern? Mehr Systemenergie, nichts. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich die Drohnen wirklich jetzt schon haben will. Weil ich habe auch nicht so viele Drohnenpunkte. Oder ob ich erstmal wirklich nur für den Antrieb gehe, maybe. Wir gehen auf den Antrieb. Annehmen. Mein Spiel stürzt ab. Das ist ja wohl ein Meme. Freunde? Was ist das denn jetzt? Wieso lädt jetzt Epic Games? Es lädt Epic Games und auf einmal bin ich auf der Seite für NBA 2K21? What the fuck? Mein Spiel ist nicht abgestürzt, aber auf einmal hat Epic Games geladen. Warum? Können wir darüber bitte reden? Annehmen. Wir haben jetzt 85 Dinger noch. Wenn ich jetzt O2 anmache, könnte ich das halt anmachen, sozusagen. So, basically. Will ich jetzt natürlich nicht. Ich will mein O2 behalten. Das ist aber jetzt der Plan. Und jetzt gucken wir, ob wir hier einen Shop finden. Weil ich habe so viel... Ich wollte gerade Kronen sagen. Ich war gerade in schwedischer Währung. Ich habe so viel Dings, ne? So viel Schrott. Ich will ihn eigentlich nicht ausgeben, sondern eigentlich kaufen, ne? Ein schwer beschädigtes Schiff der Föderation versteckt sich im Nebel bei diesem Signalpunkt. Bevor du Kontakt aufnehmen kannst, ist es verschwunden. Wir scannen natürlich. Perfekt. Es reicht jedoch auch, um die Koordinaten zu erhalten. Eine leere Hülle, 40. Und dadurch, dass wir die zwei Sammler haben, noch 48. Das ist sehr gut. Mögliches Schiff entdeckt. Die Frage ist, wie gehen wir? Welche Route nehmen wir? Wir können halt jetzt hier oben lang gehen. Da entdecken wir aber sehr wenig. Wir können halt, deswegen würde ich eher sagen, hier durch die Mitte quasi. Dann haben wir hier noch Chancen, Shops zu entdecken und alles. Das heißt, das wäre ein guter erster Call. Da würden wir 1-2 neue aufdecken. Hier würden wir auch 1-2 neue aufdecken. Und ich will unten rumgehen. Das heißt, wir gehen dahin, weil nachher gehen wir eh dahin und dann würden wir sehen, ob da ein Shop ist oder nicht. Okay. Das heißt, der Deal ist, dorthin zu gehen. Wir können ja auch 1-2 machen, eigentlich. Das ist vielleicht auch schlau. Aber hier kommen wir aus dem Nebel halt heraus. Das ist die Sache. Und wir bauen jetzt halt. Das ist die Gegensache. Und langsam will ich bauen, weil ich mir langsam echt Sorgen mache. Wegen Dings. Wegen meinen Waffen. Ich springe noch einmal nach hier. Ich will so spät kaufen wie möglich, um halt, falls ein Shop kommt, so viel wie möglich, naja, Möglichkeiten zu geben. Ja. So, wir feuern einfach. Also da bleibt mir jetzt auch nicht viel übrig. Halt, Pause, O2, mehr ausweichen bitte. So. Das hat schon mal gut funktioniert. Deren Waffen sind Schrott. Jetzt gehen wir auf den Antrieb. Ist halt so ein Autoaufklärer, der bringt nicht viel. Der wird mir jetzt auch nicht einen großen Gewinn bringen, sozusagen. But I'll take it. I'll take it. 38 Schrott, sehr gut. 2 Treibstoff, gut. Ein Drohnenteil nehme ich mit. O2 wieder an. Pause. Jetzt gucken wir ganz. Ist ein Shop in der Nähe? Nein. Das ist für mich jetzt der Call, wir kaufen. Und jetzt ist die Frage, was kaufen wir? Hier können wir erstmal nichts machen. Was wir machen können, ist halt hier jetzt Sachen kaufen. Wir brauchen unbedingt Energie. Das heißt, ich würde erstmal einen Energieballen kaufen. Dann würde ich aber zeitgleich auch 2 davon kaufen. Das wären 85. So, wenn wir bei 43. Dafür könnten wir aber alle 3 Waffensysteme zeitgleich aktivieren. Und wenn wir mit O2 ein bisschen herumspielen, können wir auch unsere Schilde erhöhen im Kampf. I guess, das machen wir so. Unseren Antrieb erhöhen im Kampf, meine ich. Weil wir können halt noch ein drittes Energie kaufen, quasi, so. Oh, das war jetzt dumm. So. Aber das sehe ich nicht ein. Weil dann geben wir da 25 quasi aus für nichts und wieder nichts, was wir vielleicht gar nicht brauchen. Dann machen wir so. Annehmen. Könnten die 2 Energie aber auch
in unsere Drohnen reinpumpen, in der Tat. Und das fällt mir jetzt erst auf. Und das hätte ich mir jetzt gar nicht kaufen sollen, deswegen. Scheiße. Annehmen. Wieso kann ich da nicht... Status und Energie. Ja, ich will da ja Energie reinsetzen. Wieso kann ich das nicht? Wieso geht das nicht? Ich habe hier eine Fehlermeldung. Muss da vielleicht eine Person rein? Das kann sein. Dann nehmen wir mal ganz kurz... Wo steht er denn? Den da. Packen wir mal in die Drohnen hinein. Vielleicht geht er dann erst. Es geht einfach gar nicht. Ah, kein feindliches Schiff. Ich kann die jetzt nur aktivieren, wenn ein feindliches Schiff in der Nähe ist. Aha. Dann machen wir erstmal so. Wir machen so. Laden diesen Hüllen-Dings da auf, den wir halt auf den leeren Raum schießen müssen. Und springen erstmal weiter. Und zwar nach dort, um dann so rüberzukommen quasi. Ne, wir springen nach... Springen nach dort. Ne, wir springen nach dort. Man sieht, ich bin mir langsam sehr unsicher. Ich will keinen Fehler machen. Oh, scheiße. Und spürst das Beben der Schüsse, die durch das Schiff fallen. Ohne Sensoren bist du nicht sicher, aber es könnten einige Schiffe gegeben sein. Okay, Pause. Reinhardt ist unser Tank. Der hat auch viele Leben. Die zwei sollten kämpfen. Und jetzt auf jeden Fall... Scheiß auf den Schild erstmal. Reinhardt. Und Bloch. Oder warte mal, Kosar war der am Antrieb. Bloch wäre dann in den Schilden. Oh shit, kann es sein, dass ich die vertauscht habe? Ich glaube, ich habe eine ganze Menge hier vertauscht. Welcher ist jetzt der Bloch oder Kosar? Eigentlich ist Kosar besser. Deswegen würde ich erstmal sagen, dass Bloch sich hier mit hinbegibt. Und jetzt alle drei bitte dorthin. Nein, dorthin. So, fliegender Wechsel. Reinhardt, weg. Banks, weg. Kosar weg. Reinhardt wieder zurück. Was heißt hier Düt Düt? Okay, Bloch muss weg. Jax muss auch gleich weg. Banks und Kosar wieder dahin. Reinhardt weg. Okay, wir haben's. Boah, meine Güte, ey. Also, du bist chill. Bloch geht erstmal jetzt kurz da rein. Reinhardt war steuern, das weiß ich zufälligerweise. Also feuerfrei. Jax war Waffen, also dahin. Und ihr zwei geht mal kurz euch heilen. Kosar war Antrieb. Würde ich ihn auch ganz gerne auf dem Antrieb behalten. Antrieb meine ich. Jetzt sollte ich sagen, wir haben Bloch, der auf dem Schild ein bisschen ist, und Banks. Und Banks würde ich, wie gesagt, gerne in die Schilde packen. Dann und Bloch ist dann einfach mal so Ersatz, nennen wir es mal. Und so würde ich es gerne speichern. Meine Güte, dann ist jetzt jeder auf seiner Station. Kosar ist bei den Schilden. Jax ist bei den Kanonen. Reinhardt ist vorne beim Steuern. Bloch erstmal nicht. Oder wir machen... Wir gehen Bloch zu den Schilden. Und Banks nicht. Das mag jetzt mal komisch erscheinen. Aber Banks haben wir einfach als Kämpfer und Reparatur-Typi. Und die anderen zwei nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. Okay, weiter geht's. Das war die Frage, nehmen wir den noch mit? Eigentlich würde ich sagen, ja. Alright, wir haben einen einen Sklavenhändler mit Superschilden. Gefällt mir nicht. Ja. Ab dem Moment, wo die feuern, will ich vorbereitet sein.
Oh, so ein Laser. Das ist so ein Laser. Das ist ja voll strong eigentlich. Wusste ich dann nur nicht. Gebe ich zu, es war etwas dämlich, das nicht zu wissen. Ich missaime. Eine fabulöse Leistung, da erstmal daneben zu schießen. Und jetzt etwas triggert in der Tat. Feuer frei. Die sind leider erst gedamaged, die Schilde. So. Nein, ergeben ist keine Option. Pause. Und jetzt. Einmal hier so schön durch. Perfekt. Das hat funktioniert. 54 Schrott. Alright. Es gefällt mir, muss ich stehen. Wir müssen natürlich wieder in O2 gehen. Und zwar volle Kanne. Ich bin jetzt irgendwie gewillt, eigentlich mir noch eine Energie zu kaufen. Dass ich halt immer die Schilde aktivieren kann. Wir haben eigentlich relativ viel Geld aktuell. Kaufen wir ihn. Komm, den können wir dann die Schilde packen. Haben wir immer Schilde aktiviert, also halt Ausweichchancen erhöht. Und trotzdem halt dieses mit dem Energie. Okay, wir halten fest, dieser Hüllenlaser ist extrem stark. Das zweite Problem bei dem ist halt, wir switchen die jetzt. Im Zweifel würde ich nämlich diese Selbstfahrkanone da ausstalten und in die Drohne investieren, wenn ich sehe, dass der viel Panzerung hat. Das ist, glaube ich, eine smarte Idee. Okay, wir gehen weiter nach dort. Ich wusste nicht, dass das ein Laser ist. Ich dachte, der macht einfach nur ein Damage, aber nein, das ist halt volle Kannenlaser. So, dein Kommunikator öffnet eine Nachricht von einem Schiff in der Nähe. Unsere Waffensysteme funktionieren nicht und wir haben zu große Angst vor Piraten. Um alleine nach Hause zu fliegen, können sie uns begleiten. Okay. I see, wir haben zwei Streifschiffe gekriegt. Wo müssen wir hin? Dort. Also 1, 2, 3 ist das Ziel. Gut. Dann machen wir das doch mal glatt. Als du ankommst, wirst du umgeben von einer mobilen Undock-Plattform begrüßt. Etwas Tuning. Wir haben genau das Richtige, dann gucken wir mal. Nee. Haben wir letztes schon. Wenn die mich jetzt um 2 geboostet hätten, hätte sich es gelohnt, aber ein Schrott weniger nur. Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht direkt. Dementsprechend mache ich es auch nicht. Also, du hast ein Flüchtlingsschiff gefunden, das im Weltraum treibt. Das scheint von vorne geblieben zu sein. Nun ist der Treibschiff ausgegangen. Aha. Rufen Sie mal. Die Crew ist erleichtert. Riskieren wir es jetzt oder nicht? Wir brauchen halt auch Raketen. Komm, wir machen es. Und wir hoffen halt, dass wir von dem Nasenbären da jetzt. 1, 2, 3, 4. Im Zweifel würde ich weiterkommen, aber das brauche ich nicht. Ich muss Treibstoff jetzt finden. Dann habe ich ein gewaltiges Problem. Nice. Wir kriegen Treibstoff. Nein, wir kriegen keinen Treibstoff. Oh, Scheiße. Jetzt wird's kritisch. 1, 2, 3. Also wir würden nicht in Sektor 5 kommen, rein theoretisch. Wenn wir jetzt einen Shop finden, das wäre elementarst wichtig gerade. Alright, hier. So. In der Galaxis sind im Moment viele Söldner unterwegs, denn ihre zwielichten Dienste sind in unsicheren Zeiten sehr gefragt. Einer von ihnen wartet am Signalpunkt und ruft dich. Also. Wir können jetzt den seltenen Sektor erkunden. Oder wir bekämpfen das Schiff. Ich will das Schiff eigentlich bekämpfen, muss ich gestehen. Mit der Begründung dahinter, dass wir dann da Treibstoff rausbekommen. So. Die haben nicht sehr viel Schild. Dementsprechend. Lass mal. So machen. Gleich sind die Schilder halt größtenteils deaktiviert. Was per se nicht verkehrt ist. Jetzt können wir sie voll deaktivieren. So. Ich werde gerade volle Kanne getackelt. Du gehst da raus. Und wir machen hier kurz auf. Okay, was ist passiert? 2, da ein Feuer. Wieso feuern die nicht? Oh.
Okay, das ist ja eigentlich richtig scheiße, was gerade passiert. Okay, Moment, wir müssen einmal kurz nachdenken. Ich habe die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt, deswegen ist nichts passiert. Komm, bitte nicht verfehlen. Danke. Der ist down. Ich weiß halt nicht. Es scheint sich ausgefeuert zu haben. Wir kriegen keinen Treibstoff. Der Run wird am Treibstoff scheitern. Der Run wird am Treibstoff scheitern. Das ist immer richtig belastend. Ist ein Shop hier? Nein. Wenn wir da hochspringen, muss einer der drei Sachen ein Shop sein. Sonst haben wir verkackt. Oh nein, der Run ging so gut. Und es scheitert am Treibstoff. Wie unlucky ist das denn bitte? Oh Mann. So, das Drohnensystem ist noch beschädigt. Reparieren wir mal hier, reparieren wir mal da. Okay, das triggert mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich gestehen. Du kannst dich mal ganz kurz heilen lassen, du auch. Kameras funktionieren wieder, alle anderen sind geheilt. Dann lassen wir jetzt kurz die Leute heilen und danach heißt es alle auf ihre Position. Achso, wir müssen eventuell die Heilungsstation dafür anschalten, wenn wir die Leute heilen lassen wollen. Und jetzt alle mal auf Position und da rein die Energie bitte, dass die Schnellfeuer-Laser-Dings da mal funktioniert. Alrighty. Jetzt wird's knapp. Wir springen jetzt nach dort. Muss einer der drei in den Shop sein, sonst haben wir verkackt. Ein Flüchtlingsschiff entdeckt. Wir rufen sie. Nein. Oh, doch. Wir geben ein Drohnenteil aus. Und kriegen 5 Treibstoff. Das hat uns gerade gerettet. Wir wurden gesaved. Oh mein Gott. Holla die Waldfee. Okay. Das war jetzt gerade, by the way, mehr Glück als alles andere, möchte ich kurz festhalten. Wir haben 190, wir müssen das jetzt investieren, sehe ich gerade. Also alles andere wäre ja töricht. Wir könnten uns 2 Energie erbauen. Das wären 50, was schlau wäre, weil dann können wir die Drohnen immer anmachen. Zeitgleich überlege ich, wenn wir ganz kurz zurückgehen, was brauchen wir noch? Schilder erweitern ist immer schlau. Antrieb erweitern ist immer schlau. Und I guess, so langsam wäre das sinnvoll. Das wären 100, die wir ausgeben. Brauchen wir aber leider auch volle Energie. Also wir machen erstmal 2x für die Drohnen. Und maybe wirklich nochmal 2x fürs Schild. Nee, wir kaufen jetzt erstmal nur die Energie. Und springen jetzt erstmal rüber. Und gucken dann jetzt erstmal, wie es drüben ausschaut. Ja, das ist der Plan. Wir springen erstmal noch nicht direkt rüber, sondern springen erstmal nach dort. Weil wir haben jetzt ein bisschen Treibstoff wieder, dann will ich das nutzen und gucken, ob wir hier was entdecken. Okay, ein Pirat kommt an. Dementsprechend aktivieren wir unsere Kampfdrohne. Und unsere Waffen werden auch aktiviert. Das ist sehr gut. So. Okay, unser Schild ist noch existent. Wir müssen deren Schild down kriegen. Und zwar sofort. Mit 1 und mit der 3. Und wir haben volle Kanne verfehlt. Er scheißt doch die Wand an. Okay, das ist sehr gut. Der hat auch verfehlt. Again, wir leider auch. So, und jetzt durch Räume, die nicht sind, macht mehr Damage. 5 Treibstoff, 6 Raketen. Das muss ich eigentlich annehmen. Es sind zu geniale Sachen. Wir brauchen den Treibstoff und wir brauchen diese vermaledeiten Raketen. Jetzt gehen wir raus. Holla die Waldfee. Und in der nächsten Folge wird dann erstmal upgegradet, weil wir haben ordentlich Cash in the Tash. Sensoren melden ein gefährliches Asteroidenfeld. Auf kürzere Distanz können sie das Material finden, während sich der FTL-Antrieb auslädt. Wir können erkunden oder wir können Erze abbauen. Wir machen es mal. Wird schon schief gehen. Geht gut. Alter, wir haben 63 Erze bekommen. Wie genial ist das denn? Wir haben 260 Schrott. Ich investiere das jetzt in der Folge noch. Ich bin jetzt gerade guter Dinge. 2x da rein. Das hat das 100 gekostet. Aber das lohnt sich meiner Meinung nach. Haben wir einen dritten Schildbalken. Instant auffüllen, bitte.
Und eigentlich wäre ich jetzt geneigt, upsala, falsche Taste, wäre ich jetzt geneigt, zweimal Energie noch zu kaufen. Oder die Türen maybe auch zu verbessern, das wäre eine Möglichkeit. Das Ausweichen, wenn ein Pilot... Ermöglicht im Schiff FTL-Sprung das Ausweichen, wenn ein Pilot fliegt. Aha. Gut, das heißt, wenn unser Pilot mal weg ist, würden wir immer noch ausweichen können. Ich glaube, das brauchen wir aktuell noch nicht. Türen wären schon mal besser. Aber die will ich später auch erst investieren. Ich will aktuell noch ein bisschen in Offensivkraft Action machen, ja. Drohnensteuerung brauchen wir noch nicht mehr. Das langt erstmal. Was brauchen wir vielleicht wirklich? 1-1, also eine auf den Antrieb mehr. Für eine höhere Ausweichchance. Und dann halt eben noch ein Dings mehr. Eine Energie, das wäre... Wir haben noch 74. Wir machen es noch nicht und springen erstmal weiter. Mit 3 Schilden bin ich erstmal relativ guter Dinge, muss ich gestehen. Und eigentlich wäre es auch toll, wenn wir jetzt einen Shop finden. Da können wir uns da vielleicht upgraden. Ich glaube, darauf will ich eher spekulieren gerade. Dementsprechend in echter Sektor, wir gehen ins Friedliche, in die Engi-Heimatwelten. Aber sowas von, wir haben Erfolg freigeschaltet. Bams. Damit haben wir auch das Engi-Kreuzer freigeschaltet. Yes. Du hast den Engi-Raum erreicht. Die Mantis bedrohen schon länger die Kernwelten der Engi. Doch du solltest trotzdem deine Vorräte für die weitere Reise auffrischen können. Glückwunsch, du hast den 5. Sektor erreicht und so für weitere Durchläufe das Engi-Schrift freigeschaltet. Perfekt. Alles, was ich in diesem Playthrough erreichen wollte, hat geklappt. Trotzdem würde ich sagen, der 5. Sektor, den gibt es in 6 Tagen nächsten Samstag zu sehen. Bis dann wünsche ich allen eine wunderschöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschaußen.